Hey, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 8. Und jetzt geht's hier mal weiter mit unserem Minotaurus-Freund. Batz! Engel haben wir alle voll. Wollen wir gleich mal gucken, wo wir das am besten koppeln können. Wahrscheinlich bei Lebensenergie. Rappante. Bombs. Kann das sein, dass er von Schlag zu Schlag stärker wird? Ich hab keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall machen wir den jetzt mal weg. So. Jetzt gibt's wieder Bumm. Rabatz. Immer schön auf die Fresse. Der muss so langsam mal weg sein hier. Ja, weil der General, der möchte uns gerne prüfen und wir sollten hier eine Zahl suchen. Die sind ja stark. Gut, jetzt ist vorbei hier. Kein XP. Nix. Gar nix. Rinderkacke. Ihr werdet es büßen. Mach's gut. Was ist jetzt passiert? Hallo? Alles klar? Wir rennen einfach mal hinterher. Gucken wir mal. Genau, hier müssten wir jetzt wieder in der Mitte sein. Und ich glaube, wir müssen genau auf die andere Seite, wenn ich mich nicht irre. Was soll das denn jetzt? Was soll die Scheiße denn raus da jetzt? So, jetzt müssen wir ein paar Mal rechts laufen. Da müssten wir eigentlich schon da sein. Na, verdammte Hacke. Was ist denn hier los? Oh, Slimer. Mal gucken, was haben die denn? Nichts Interessantes. Der vielleicht? Ne. Ja, okay. Knallen die einfach weg. Bumm. Ach, guck mal, den hätten wir sogar pennen lassen können. Na egal. So, dann nehme ich den da unten. Gucken, ob wir den zum Pennen kriegen. Bombs. Jawohl, der pennt. Können wir uns nämlich in Ruhe erst um den anderen hier kümmern. Da scheinen wir nicht viel Schaden zu machen. Nee, das kann ein bisschen dauern. Warte mal. Wir haben doch Analyse. Ach, nicht da. So, Analyse. Ich weiß nicht mehr, habe ich keine Analyse? Ich habe hier keine Analyse, das ist ja der Wahnsinn. Hat er Analyse? Bin ich blind? Der hat auch keine Analyse. Oder bin ich doch da oben? Mein Gott nochmal. So, wollen wir mal gucken hier. So. Halbflüssiges Monster. Starke Abwehr gegen physische Angriffe. Seine Schwachstelle variieren. Okay. Wehrlos gegen, ich weiß nicht, ist das Eis, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist Eis. Ja, danke. Lass mich mal wieder hier raus. Zauber. Komm, machen wir mal Eisra. Dann dürfte der weg sein. Machen wir noch mal Eisra. Ja, genau. Kaputt. So, dann dürfte der auch jetzt weg sein. Oder auch nicht. Oh, Mann. Oh. Ei, der Dutsch. So, jetzt komm. Du kannst nicht so viel Lebensenergie haben wie dein Kumpel. Ah, alles klar. 6 Punkte haben gefehlt. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja schon, das grenzt ja schon an Betrug. So. Zauberstein. Karte. Alles klar. 6 AP. Das ist natürlich nicht schlecht. Müssen wir hier wieder rein. Okay. Hier ist auch nichts. Hä? Das muss doch irgendwie aufgehen. Warte mal. Oder ist der da irgendwo durchgerannt? Wir sind jetzt von rechts gekommen, glaube ich, ne? Jetzt müssen wir erst nach oben. Super.
Na egal, da machst du nichts. Da machst du. Na, oh, Alter. Ja, schon wieder. Okay, lass mich mal eben gucken, ob der jetzt was anderes dabei hat. Ich glaube es zwar nicht. Nee. Rapante, Rapante. Jetzt mal weg da. Wird langsam langweilig. So, direkt der nächste rein hier. Bam. Der lebt immer noch. Das ist ja die Krönung. So. Oh ja, oh. Oh, ist er hingefallen. Oh, da ist er hingefallen. Der arme Kerl. Der ist aber böse. Hat er Bumme gemacht. Zustandsmedizin. Okay, warte. Ach genau, wir wollten ja auch noch nach der Kopplung gucken. Wegen dem Engel. So, das haben wir jetzt alles. Magiebonus. Ja, komm hier, mach Wünschelrute. Fertig. Jetzt lass mich hier mal eben mit dem Koppeln gucken. Ne. Bringt nicht so viel. Holy moly. Ja, geile Scheiße. Ja, das bockt doch. Das bockt doch. Okay, ich weiß jetzt nicht, irgendwer hatte das, glaube ich. Nee, Angriff, okay. Er gar nichts. Und er? Ah, er hat das auch, siehst du wohl. Sehr schön. Wo haben wir denn Engel? Da unten am Engel. Alles klar. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Zauber, lass uns das mal eben alles sortieren hier. Ordnen. Angriff, Heilung. Indirekt. Ne, machen wir Heilung und dann Angriff, würde ich sagen. Ja. Heilung und dann Angriff. Ach, einen brauche ich da noch. Ah, Heilung und dann Angriff, genau. Sehr schön. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Jetzt muss ich rechts. Rechts und dann immer weiter geradeaus. Glaube ich, oder? Ja. Oder was ist hier? Ist das interessant? Nein, das ist nicht interessant. Da müssen wir jetzt rechts und geradeaus. So, jetzt müsste hier so ein kleiner Knick kommen. Genau. Und hier müssen wir links, ne? Genau. Links. Ja, es ist aber, jetzt kommen wir hier auch drüber. Sehr schön. Was haben wir hier? Ja, komm, jetzt zieh die Scheiße. Irgendwo müssen wir doch jetzt hier. Genau. Jetzt machen wir die Kette mal los. Sehr schön. Ich glaube, jetzt müssten wir reinkommen. Aber ich weiß nicht mehr, von welcher Seite waren das jetzt? Diese Zugbrücke. Von hier nicht, ne? Nee. Oh, ja, von links war sie auch nicht. Also vom Ausgang gesehen. Ich rede immer vom Ausgang gesehen. Ach, nee, das muss nicht sein. Geht mal weg. Wie kann ich denn? Genau so kann ich fliehen. Alles klar. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Ihr ollen Nervensägen. Jetzt keinen Bock auf euch. So, weiter, weiter. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo wir sind. Wir laufen einfach mal immer rechts. Da müssten wir eigentlich ankommen. Nee. Das ist von vorne. Alles klar. Müssen wir noch ein paar Mal rechts laufen. Und dann müssten wir eigentlich reinkommen. Wenn ich mich nicht vertue. Wenn wir nicht noch irgendwas machen müssen. Ja, Tatsache. Oh, man leck mich doch an die Füße. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir nach links. Oh, ich dreh durch. So, weiter geradeaus. Einen kleinen Rechtsknick, dann links und dann müssten wir reinkommen.
Dann müssten wir hier wieder drüber kommen, genau. So. Ja, hier haben wir den Schalter. So, mach mal. Mach mal. Zieh mal raus, das Ding. Buff. Sehr schön. Haben wir draußen irgendwas Interessantes? Nein? Alles klar, können wir da rein. So, jetzt müssen wir rechts und dann links und dann geradeaus und dann links. Rechts. Hier, Linkskurve. Einmal geradeaus. Oh, alter Vater. Ja gut, dich können wir klatschen, du gehst schnell. Aber ich fange nicht an zu klatschen. Ich bin der Letzte, weil Squall ja den Gegner einschläfern kann. Das ist dann immer ganz gut. Dann wehren die sich nicht, verstehst du? Oh, hat diesmal nicht geklappt. Jetzt ist er böse. Batz! Da habe ich auf die Fresse gekriegt. Oh, er stolpert. Oh, er stolpert, der arme Kerl. Rapante. Jetzt pennt er auch noch. So. Guck mal hier. Jetzt müsste aber Feierabend sein gleich, oder? Ja, 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 jetzt legt er sich richtig hin. Sehr schön. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo wir sind. Das ist ja grandios. Verdammte Kacke. Ich glaube geradeaus und dann links habe ich. Genau, genau, genau. Einmal geradeaus noch. Und jetzt müssen wir links. Ja, genau. Sehr schön. Na, was ist hier los? Na, mein Junge. Ihr seid schon wieder hier. Das letzte Mal war es nur eine Aufwärmrunde. Diesmal ist auch mein Bruder hier. Jetzt könnt ihr noch fliehen. Hey, Bruder Herz. Na, ist aber ein kleines Kerlchen. Was ist Secreto? Bruder Herz, das sind Grabschänder. Sie wollen nicht auf mich hören. Ihr habt Secreto geschlagen. Schwach scheint ihr ja nicht zu sein. Der Kleine? Dein Bruder? Bruderherz, sie verarschen uns. Menschen, wie töricht. Ich werde euch zeigen, dass das Äußere nichts aussagt. Oh mein Gott, halt die Fresse. So. Alles klar, wir haben uns beruhigt. So, mal gucken, was der Kleine dabei hat. Doppel, das hatten wir aber schon gezogen. Okay, machen wir erstmal den großen weg hier. Würde ich sagen, oder? Ja, ja, machen wir erst den großen weg. Na komm schon. Ah, ihr und eure Kackheilerei. Bam! Ja, weil der Dicke, der heilt auch nicht so viel wie sein kleiner Kumpel. Beziehungsweise sein kleiner Bruder. Rabatz. So. Oh, lass mich mal richtig hinsetzen. Ah, so sitze ich gut. Ah ja. Ach, der kleine Bruder. Bruderwahn, was geht mit euch ab? Habt ihr gelitten? Habt ihr was gesoffen, oder? So. Rapante. Ich bin weg. Na, das ging aber fix. Naja, machst du nix. So, dann wollen wir den Kleinen jetzt hier mal platt machen. Der heilt immer 317, das ist schon eine ganze Menge. Mal gucken, wie viel Schaden wir jede Runde machen. Okay, das sind schon 870, das passt schon. Also knapp war 1000, 1100 würde ich sagen. Ungefähr. 320 Halter weg. Rasenmäher.
Da kannst du mal vorbeikommen und hier mal gucken, ob du hier bei mir noch ein bisschen Rasen mähen kannst. Dann hast du ja ganz gut drauf, wie es aussieht. Aber der dürfte eigentlich auch gleich weg sein. Na, er lebt noch. Aber nicht mehr lange. Er macht nochmal den Rasenmäher. Zack. Na, wie viel hält der denn raus? Das ist ja eine Wonne. Das ist ja der Knüller. So. Batz. Das gibt's erstmal schön. Bumm. Kennst du das? Wir haben verloren. Nehmt uns bitte auf. Da, 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 da. Und eine neue GF. Sehr schön. High Potions, G-Returner, Secreto-Karte. Ah, fantastisch. Die GF haben 40 AP erhalten. Boah, das ist ja der Knüller. Oh, Elementarabwehr. Oh, da ist doch Wünschelrute. HP 40. Boah, geile Scheiße. Brothers. Lassen wir einfach mal so. Na, was ist mit ihm los? Ihr habt diese Brüder besiegt. Ihr seid wirklich tapfer. Endlich werde ich aus diesem kleinen Sarg befreit. In all den Jahren habe ich darüber nachgedacht, ob es nötig ist, jemanden in einem Sarg einzusperren, wenn er das Zeitliche segnet und seinen Körper verlässt. Minotaurus-Karte erhalten. Alles klar. Sehr schön. Lasst mich mal eben gucken hier. Was, ich glaube, wir hatten so gut wie bei jedem was fertig, ne? Ja. Ja. Ja, Donnerwandler. So, was hast du? Du könntest natürlich mal Geist 20% lernen. Was lernt er? Ah, er lernt Elementarabwehr. Das ist gut. Das ist gut. War das mit dir? Okay. Ja, ja, passt. Alles klar, lass mal so. Stärkekopplung. Genau. Sehr schön. Und du lernst jetzt. Gegner 50%. Prächtig. Okay, da fangen wir da von vorne an. So, jetzt wollen wir mal koppeln. Ach, warte mal. Was hatten denn jetzt, The Brothers? HP-Kopplung kriegen jetzt dann auch Stärke-Kopplung. Okay. Dann kriegt die jetzt erstmal Irvine. Also sobald die dann Stärke haben, hat er dann auch ein bisschen was mit den Dingens drauf, verstehst du? Hier mit der, zack, erstmal HP. Naja, ihr wisst schon. Magie. Ja, Magie ist jetzt nicht so übelst geil. Was haben wir hier? Oh, HP plus 40%. Das nehmen wir doch. Sehr schön. Das gefällt mir. So, jetzt wollen wir mal hier raus. Und zurück zum Oberst. Nee, warte mal, wir waren schon am Eingang. Siehst du, weil wir müssen nur noch geradeaus. Jetzt müssen wir rechts. Jetzt gerade, genau, da haben wir das Schwert liegen. Lass uns nochmal gucken. 59, alles klar, habe ich aufgeschrieben. Passt. So. Ach, nicht wieder rein, Mann. Ach, nicht rein. Raus wieder jetzt, verdammte Kacke. So. Da vorne haben wir den Punkt. Wollen wir erstmal speichern. Speichern. Na komm schon. Zack, zack, jawohl. Wieder raus. Nochmal raus.
sind wir hier fertig. Mal wieder ins Auto einsteigen. Und ich glaube, hier... Hier findet man diese Schildkröten. Da brauche ich nämlich Adamantium oder irgendwie so heißt das. Das brauche ich für das Schwert von Squall. Ach genau, ich sollte vielleicht erst gucken, bevor ich die großartig angreife, was die an Magie dabei haben, was man da ziehen kann. Analyse, Schlaf, ja, Analyse, Schlaf ist jetzt nichts Wildes. Nichts, was mich so wirklich übelst vom Hocker haut. Rapante! So, haben wir den ersten schon mal weg. So, und jetzt muss dann der zweite dran glauben. Rapante! Oh, er legt sich auch hin. Dann haben wir sie doch. So. Und jetzt würde ich nämlich sagen, machen wir hier ein Päuschen. Ich suche das, was ich für das Schwert von Squall brauche. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hier am Strand wieder. Dann geht's zurück nach Daedric City. Und da wollen wir dann mal zum Oberst und mal gucken, was der sich so ausgedacht hat. Entschuldigung. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.